Hey zusammen, ich bin's wieder, die Hexe, und ich habe jetzt an dem Warlock rumgebastelt. Erstmal habe ich das mit dem neuen Nahkampf ausprobiert, aber dadurch, dass wir gerade mit der Resistenz auf den Arcus Warlock einen kleinen Bug haben, dass wir trotzdem unendlich Damage fressen, habe ich es mal wieder ein bisschen so gebaut, dass ich klar kam und wir können die ganze Zeit unsere Fähigkeiten schmeißen, der Damage ist auch nicht zu verachten. Und noch dazu supporten wir mit diesem Exo unsere Teammates ziemlich stark. Und dann gehen wir jetzt mal rein in den Fokus. Also, gerade habe ich die Chaos-Spannung dabei, einfach weil das ein guter Boss-Damage ist. Dann habe ich das Heilenriff dabei. Dann habe ich noch als Nahkampf Ballblitz dabei, einfach weil es auch noch ein bisschen auf Range geht und man muss nicht direkt reingehen. Dann habe ich die Sturmgranate dabei, einfach weil sie von jetzt auf gleich dicken Schaden macht und die Abklingzeit ist auch ziemlich gering, das heißt, wir bekommen sie ziemlich schnell wieder. Dann bei den Aspekten habe ich den elektrostatischen Geist dabei. Wenn wir nämlich damit unsere Akkuseele oder aufgeschreckte und geblendete Ziele töten, bekommen wir ionische Spuren und das Aufsammeln einer ionischen Spur macht uns verstärkt. Dann habe ich noch die Akkuseele dabei. Wenn wir unser Rift aufstellen, bekommen wir unsere kleine Akkuseele dazu. Und wenn wir verstärkt sind, schießt diese Akkuseele auch nochmal etwas schneller. Dann bei den Fragmenten habe ich Funke der Ionen dabei. Wenn wir ein aufgeschrecktes Ziel töten, bekommen wir ionische Spuren. Dann Funke der Resistenz. Wenn du von Kämpfern umgeben bist, wirst du widerständiger gegen Schaden. Ist aktuell, glaube ich, nicht schlecht. Dann Funke der Entladung. Bei Todesstößen mit Akkuswaffen besteht eine Chance, dass wir ionische Spuren bekommen. Und Funke des Schockes, unsere Akkusgranaten schrecken das Ziel auf. Und wenn wir Gegner aufgeschreckt haben und sie töten, bekommen wir ionische Spuren. Dann schauen wir uns mal das Exo an. Ich habe aktuell jetzt das neue Exo drin, denn die ionischen Spuren bewegen sich schneller und bringen mehr Fähigkeitsenergie. Und Verbündete in der Nähe erhalten ebenfalls Fähigkeitsenergie. Also es ist ziemlich nice, wenn man jetzt Akkus spielt. Ich weiß nicht, ob es auch bei den anderen ist, wenn sie jetzt Leere spielen oder so. Auf jeden Fall bekommen alle anderen im Trupp noch Fähigkeitsenergie dazu. Das heißt, alle zusammen können besser Granaten schmeißen, Nahkampf, dies und das. Und das ist schon echt nice. Aber wer das Exo noch nicht hat, kann gerne Krone der Stürme mitnehmen. Hier bekommen wir halt eine erhöhte Fähigkeitsregeneration, wenn wir Akkus-Fähigkeitskills machen. Und unsere Superheldlänge, also die andere. Dann bei den Mods, also allgemein die Stats, ich habe geguckt, dass ich meine Disziplin so hoch wie möglich bekomme. Auf dem Kopf habe ich jetzt zum Beispiel noch Elementar-Nachschub, dass wenn wir einen Gegner mit der Granate killen, dass wir Elementarquellen machen. Das gleiche nochmal auf den Armen. Dann habe ich auf der Brust einmal Thermoschock-Panzerung, einfach um weniger Schaden gegen die beiden Effekte zu bekommen. Und dann noch Quellen der Macht. Wenn wir eine Elementarquelle aufnehmen, die unserem Fokus entsprechen, bekommen wir da erhöhten Schaden. Jetzt gerade aktuell halt auf unsere Argus-Waffe. Dann habe ich hier noch mannigfaltige Quellen drauf, auf den Schuhen, dass wir halt doppelt so viele Elementarquellen bekommen. Und dann habe ich hier noch auf meinem Armreif Elementar-Zeitausdehnung drauf. Was dafür sorgt, dass unser Damage-Buff auf unseren Waffen 15 Sekunden anstatt 5 Sekunden geht. Dann habe ich aktuell auch das neue Exo drin, Zartes Grab. Hier besteht nämlich eine Chance, wenn wir Kills mit dieser Waffe machen, eine ionische Spur zu erzeugen. Mächtige Feinde und Hüter erzeugen immer ionische Spuren. Und bei Sturmmaskerade ist es so, dass wenn wir eine ionische Spur mit der Waffe aufnehmen, dass sie überlädt und daraufhin halt jedes weitere Ziel aufschreckt. Und wenn wir ja hier bei dem Aspekt sehen, wenn wir ein aufgeschrecktes Ziel töten, bekommen wir ionische Spuren. Das heißt, wir bekommen eigentlich immer ionische Spuren mit dieser Waffe. Sonst hatte ich jetzt nichts Tolles dabei, was an Waffen angeht. Natürlich gibt es auch noch, man kann auch normal eine Arcus-Waffe mit reinnehmen, einfach um den Damage-Buff mitzunehmen. Aber wenn es geht, würde ich dieses Fusionsgewehr auf jeden Fall mitnehmen. Alle anderen Waffen, je nachdem, was gerade gebraucht wird, kann man das ja wechseln. Ja, so habe ich halt jetzt aktuell den Warlock aufgebaut und ich finde, es geht auch. Ich habe jetzt ziemlich Spaß damit, weil man halt die ganze Zeit seine Fähigkeiten schmeißen kann wie sonst was. Und der Schaden auch nicht zu verachten ist. Nur leider funktioniert das mit dem Nahkampf leider nicht so. Aber sobald es gefixt ist, werde ich schauen, dass ich da noch was zusammenbasteln werde. Ja, wenn es euch gefallen hat, kommentiert gerne, liked auch gerne. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.